Im sechsten Spiel der laufenden Meisterschaft der Zentralschweiz standen sich der EHC Burgdorf und der EHC Belp unter ihrem neuen, aber bekannten Trainer Patrick Witt gegenüber. Der EHC Burgdorf zieht heute das Spiel ohne den finnisch-schweizerischen Doppelbürger Michael Kaspi an, welcher von seiner Ausstiegsklausel nach 2 Monaten Gebrauch gemacht hat. Die Mannschaft von Belp wird durch eine Linie des B-Ligisten Langenthal verstärkt und erzielt nach 41 Sekunden durch einen etwas glücklichen Treffer sogleich das erste Tor für die Belper. Die Reaktion der Burgdorfer Spieler war heftig, aber dauerte doch bis zur 13. Minute, bis der Treffer zum Ausgleich fiel. René Bruni schoss der Bande entlang hinter das Tor, wo Patrick Burri Sandro Tanner vor dem Tor lancierte. Ein wunderschönes Tor. Der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Patrick Burri schießt zurück auf Bruni und dieser umgehend auf Captain Martin Buralt, welcher das zweite Tor erzielt. Ganz nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, erzielt Robin Weber auf Pass von Alain Sägesser noch das dritte Tor vor dem Pausentee. Mit den 3-2-1 durften die Belper zufrieden sein. Schon nach etwas mehr als 2 Minuten im zweiten Drittel konnte Michael Ruch Dellenbach lancieren und dieser mit einem wunderschönen Pass Marco Blaser die Möglichkeit zum nächsten Tor zu geben. Die Burgdorfer ließen in der Folge etwas nach, wodurch sich das zweite Drittel auch neutraler gestaltete. Dann in der zweiten Minute des letzten Drittels einmal mehr Vincenzo Küng, der das zweite Tor schoss für die Belper, auf Pass von seinen Langenthaler Kollegen Hobby und Meier. Trotz dieser sichtbaren Überlegenheit der Burgdorfer suchten sie immer wieder den fünften Treffer. Dies dauerte bis zur 55. Minute. Da fand der Schuss von Matthias Seematter den Stock von Alain Sägesser, welcher nur noch den Puck ins Tor ablenken konnte. Es dauerte keine weitere Minute. Dann lancierte Marco Blaser, Michael Ruch und dann anschließend gute Idee Robert Ottmann, der den 6. Treffer zum 6:2 Schlussresultat lieferte. Der EHC Belp mit diesem Verstärkungsbock aus Langenthal ist ein ernstzunehmender Gegner. Es bleibt zu hoffen, dass diese vielen jungen Spieler im Team von Belp nicht die Geduld verlieren.